Mario Kart 8! Und damit, hey, hey, oh Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen nach viel zu langer Zeit endlich zurück zu Mario Kart 8 Deluxe Booster Schreckenpass DLC. Und Leute, ihr seht es mit Facecam. Das Spiel erscheint um 17 Uhr, also das Update. Das heißt, jetzt ist gerade 16:59, das heißt, in einer Minute erscheint es eigentlich erst. Ich habe schon runtergeladen, ich bin ready. Wir machen es auf 150, damit es ein bisschen schwerer ist. Was heißt ein bisschen schwerer? Ich habe keinen Plan von dem Game. Let's go. Kurz bevor wir loslegen, es sind wieder zwei neue Cups. Oh mein Gott. Und seht ihr das? Seht ihr das hier? Wir haben den Waluigi Flipper. Oh mein Gott. Und Eiscreme Eskapade, ein komplett neues Level, Race, wie auch immer. Ganz kurz, ich sitze immer noch an meinem alten Computer, deswegen kann die Qualität vom Video ein bisschen drunter leiden. Kann auch sein, dass meine Facecam einfach mal ein bisschen ruckelt. Keine Ahnung, wie das jetzt abläuft. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich habe viel zu lange drauf gewartet. Eben, ich dachte eigentlich erst, dass es um 16 Uhr kommt. Viele Webseiten im Internet haben geschrieben, es kommt um 16 Uhr. Nee, 17 Uhr. Japan-Verschiebung um 9 Stunden. Ja, ist halt so. Wir fangen direkt an mit dem New York Speedway. Oh mein Gott, ich bin so gehypt. Let's go. Okay, ich bin extrem unvorbereitet. Ich habe keinen Plan, wie man das Spiel spielt. Und ja, let's go. Okay, ich sehe anhand der Map, die ich zur Hälfte verdecke. Es gibt sehr viel zu erkunden. So. Wenn ich mich richtig hieran erinnern kann, ist das eine Strecke aus Mario Kart Tour? Nein! Ich habe gar nicht losgelassen! Da geht schon los. Ich rieche den Betrug. Wo geht es denn lang? Oh, ich liebe das, wenn Strecken. Ja, schön essen hier. Los, meine kleine Pflanze. Oder sind Taxis? Es gibt mir Mario Odyssey-Vibes tatsächlich. Ey, wirf einfach mal die Bombe ab, wird schon funktionieren. Sind wir aktuell Erster? Oh mein Gott, ich verdecke einfach die Anzeige. Okay, ich muss mich auf jeden Fall nachher umpositionieren. Das Problem ist, dann gucke ich nicht ins Gameplay rein, es sieht dann ein bisschen doof aus. Deswegen habe ich mich eigentlich dahin gepackt. Aber vielleicht ist es so ein bisschen spannender, welchen Platz wir haben. Ich sehe nichts. Das liegt nicht daran, dass der Blooper jetzt noch irgendwie was draufgefeuert hat. Es liegt einfach daran, dass ich die Strecke gar nicht kenne. Null. Aber das ist das, was ich gut dran finde, tatsächlich. Dass wir eben auch Strecken haben, die ich tatsächlich nicht kenne. Nein! Ja, komm. Egal, weiter, weiter, weiter. Nee, wir wurden überholt. Meint ihr, wir sind Erster? Ja, natürlich. Ey, wenn wir jetzt wegen der Aktion nicht Erster werden. So. Oh, da steht Burning DK. Oh, war das knapp. Welchen Platz haben wir? Erster. Okay. Im Übrigen, ihr seht, ich habe die neuen Kopfhörer an, tatsächlich. Das sind die, die vibrieren einfach. Wenn der Bass irgendwie drückt oder so. Fühle ich schon irgendwie. Im Übrigen, ich glaube, das Mikrofon ist zu weit unten platziert. Ich weiß nicht. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Rennen. Vielleicht werde ich doch so ein bisschen was aus der Folge rausschneiden, wenn wir immer wieder dieselbe Runde einfach haben. Hier oben ist ein bisschen Greenscreen. Es tut mir leid mit Greenscreen und allem drum und dran. Ich konnte mich nicht um alles kümmern jetzt in der kurzen Zeit. Also, es kann sein, dass es, zum Beispiel, wenn ich hier hinten mache, gibt es manchmal Greenscreen-Probleme. Kann ich nicht ändern. Ich habe die Einstellung von vorher nicht. So, Marios Piste 3. Mal wieder eine Standardstrecke. Aber ich will mich erstmal nicht beschweren. Vielleicht ist sie ja tatsächlich gut. Die Musik ist auf jeden Fall stark. Ist zwar, ich weiß nicht, ob die neu ist, aber die ist stark. Oh, das war aber knapp. Boah, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie die Items vergeben werden. Nach welchem Platz was kommt. Oh.
Vielleicht kommt gerade einer, der mich überholen will. Dann feuer ich das hier rein. Und weg da, weg da. Fahr, fahr, fahr. Boah. Hat sich das gelohnt? Ich weiß es nicht. Sieht aus, als wären wir Dritter. Keine Ahnung. Ich habe dieses Spiel seit der letzten Wave nicht mehr gespielt. Ich wusste gar nicht, dass Bots auch so weit schon sind, dass sie selber Abkürzungen nutzen. Wie krass. Oh, nee. Weg da. Ich weiß, ich habe die Hupe gerade verschwendet. Ist mir egal. Das ist ein Fun-Racer und kein. Ich spiele das auf höchstem Skill-Niveau. Nur um zu beweisen, dass ich unsterblich bin. Okay. Das war das Imperium. Denn das Imperium ist wie Karma. Es schlägt zurück. Ey, das ist doch... Das kann doch nicht sein Ernst sein. Ey, in 100. In einem von 100 Fällen passiert das genauso. Oh, strong. Er ist nämlich reingefahren. Ich will zwei Items. Sicher ist sicher. Okay, und weg da. Stimmt, der Buhu hätte kommen können. Ich weiß. Ist egal. Ist egal. Boah. Und driften muss ich anscheinend auch üben. Das kann nicht dein Ernst sein. Wie hoch ist denn... Okay, aber wir haben's. Und wir sind wieder Erster. Wie hoch ist denn bitte... Fokus. Fokus. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir zweimal Items hergeben und genau dann kommt einfach der Superpanzer. Der Superpanzer. Der blaue Panzer. Was ist das? Blue Shell, was ist los mit dir? Entspann dich. Ich würde gern schon Goldpokal mitnehmen. Das wäre was. So, die Kalimari-Wüste vom Nintendo 3DS. Die gab es auch früher schon mal. Ich kenne sie vom 3DS-Teil. Der DS-Teil war mein erster und dann halt alle folgenden. Also drei. So. Vollgas. Erstmal von drei Leuten überholt werden. Wobei Link kann nichts. Link ist sehr schlecht heute. Hätte ich nicht sagen sollen, weiß ich. Vielleicht kommt das Imperium. Aber ist so. Link ist heute nicht so gut. Oh, ich wollte die Double-Items. Was war das denn? Wo kann man hier fliegen? Ey, die Strecke ist auch schon wieder viel zu unübersichtlich. Liegt vielleicht auch daran, dass ich davor sitze. Aber... Egal, ich finde sie unübersichtlich. Nein! Ich dachte, das sei eine Coin. Mann, ich bin so doof. Und jetzt kommt der Panzer. Wetten? Komm. Nee? Bin ich auch zufrieden mit. Also so ist ja nicht. Bleib außen, bleib außen. Bitte bleib doch außen. Ist das ein Stern gewesen, den ich hatte? Oh, da kommt der Zug. Kann der... Ah, hier können wir fliegen. Das war vorher aber noch nicht da. In der Hoffnung, ich treffe irgendwie. Oh, der Zug kommt hier auch lang gefahren. Ich bin gesaved. Wow, okay. Cool, dass man hier auch da lang fahren kann, wo der Zug fährt. Da bin ich immer lang gefahren im 3DS-Teil. Konnte man nicht weit lange fahren, aber ich habe es zumindest jedes Mal versucht, wenn ich die Strecke gespielt habe. Ich habe auch letztens erfahren, dass das im Mario Kart Tour-Teil tatsächlich so ist, dass man da fahren kann. Ich wusste das nicht. Aber Mario Kart Tour ist halt, soviel ich weiß, ein komplettes Pay-to-Win-Game. Und fühle ich nicht. Jetzt einfach ins Ziel, ganz schön auf entspannt. Habe ich gehört. Oh, oh, stellt euch vor, der hätte mich jetzt noch gekriegt. Ich hätte geheult. Ich hätte geheult. Aber wir sind doch noch ganz gut vorbeigekommen. Tatsächlich sollte ich das Mikrofon eher vor mich packen, anstatt seitlich vor mir. Okay, wir sind wieder Erster. Ist erstmal nicht schlecht, würde ich sagen.
Übrigens, ja, die Kopfhörer leuchten an der Seite in verschiedenen Farben. Das ist mega genial. Ich liebe das des Todes. Und da ist er. Der Waluigi Flipper. Leute, ich hab viel zu lange darauf gewartet, dass ey, das ist so eine geniale Strecke. Ihr glaubt es nicht. Let's go. Was haben wir für einen Ton? Also für Sound? Das Originale. Wobei eine Remix-Version würde ich fühlen. Das ist dasselbe Theme wie in der Dings. Wie in der, oh mein Gott, wie in der Wario Arena. Ist das die mit den Feuerbällen da? Ich weiß es nicht. Ich habe den Trailer einmal angeguckt und mich nicht weiter informiert. Aber auf die Strecke bin ich tatsächlich am meisten gehypt gewesen. Ich bin die so oft gefahren. Sauber und ordentlich. Sauber und ordentlich. Ja, genau. Ey, keine Ahnung, wie man hier am besten fährt. Nicht so! Das ist so un... Nein! Nein! Okay, war ich nicht. Das ist im Übrigen meine Lieblingsstelle, wenn man hier durchfliegt. Ich finde, das sieht so cool aus. Auch wenn die Grafik jetzt hier tatsächlich sehr schlecht ist, finde ich es doch ganz cool gelöst einfach. Danke für den Boost. Oh, Link, Link, Link. Ja, vorher sage ich noch, Link ist heute nicht so gut, gell? Und schon ist er die ganze Zeit Erster. Boah, aber das ist auch eine Strecke. Ich komme gerade gar nicht klar. Das Video kommt wahrscheinlich erst heute Abend. Ich muss es noch schneiden. Hallo, fahr zu. Oh mein Gott, ich fange gleich an zu. Lass uns mal rechts lang fahren. Ich will gar nicht wissen, wie Vita wir sind, ganz ehrlich. Wir haben noch eine Runde. Okay, ich dachte, wir wären schon fertig. Das ist tatsächlich eine sehr lange Strecke. Ich mag lange Strecken. Und jetzt hier einmal bitte gescheit um die Kurve. Wie denn? Diese Kugeln? Ich habe die noch nie gesehen. Jetzt ist sie weg. Ah, die fällt wahrscheinlich runter. Wo ich über die Gap springe, fällt die wahrscheinlich runter. Oder ist das nice? Sehr nice, sehr nice. Zack. Kein Thema, kein Thema. Oh mein Gott. Nee, geh weg von mir. Okay, wir sind safe. Ich glaube, wir haben auch durch den Schwung einen guten Vorsprung geholt. Sind wir Erster, natürlich. Der Siegende. Oh mein Gott. Es ist im Übrigen heute mal wieder viel zu warm. Wir haben 2000 Grad draußen. Grausam. Aber wir haben es geschafft. Die ersten 4 DLC-Strecken innerhalb von 14 Minuten. Das ist doch völlig okay. Klar, ein bisschen kurz. Ich glaube, die anderen Videos waren auch so um den Dreh rum. Ey, finde ich nice. War der Rüben-Cup, genau. Das überspringe ich einfach mal. Fazit gibt's wie immer am Schluss. Und die Pokale sind ja nicht custom. Das sind ja einfach die hier. Ja, aber nice. Oh, ein neues Fahrzeugteil. Achso, ja, für den Charakter habe ich noch nicht alles. Ich habe ja meinen privaten Charakter. Und einmal den, mit dem ich immer auf YouTube auftrete. Genau. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das mit einem. Mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Es heißt morgen wieder direkt zu den anderen Strecken. Schaltet um 13 Uhr ein. Bis dann und ciao, ciao, Leute.